Tim lief schnell zum Feueralarm rüber. Aber als er ihn auslöste, passierte nichts. Der Schalter klemmte. Als Armstrong auf sich und seinen Erfolg anstoßen wollte, hatte Tabitha einen Geistesblitz. Im Raum lagen viele Pfefferminztropfen herum. Schnell sammelte sie sie ein und warf sie in Armstrongs kohlensäurehaltiges Getränk. Es fing an zu sprudeln und die ganze Flüssigkeit quoll heraus und verteilte sich überall. Die Technik versagte. Sie wurde regelrecht ertränkt. Die Macht von Armstrong und seiner App war zu Ende. Alle Erwachsenen kamen wieder zu sich, liefen zu ihren Kindern und nahmen sie liebevoll in ihre Arme. Auch Tabitha und Tim umarmten sich und Tabitha gab ihrem Vater einen Kuss. Ich hab dich lieb, Dad. Ich dich auch, Tabitha Templeton. Tina sah Armstrong mitleidig an. Oh, hast du das gesehen? Und du wolltest uns das alles wegnehmen. Wo gehst du hin? Nach Hause. Weißt du, Doc, die Kindheit bleibt einem nicht für immer. Aber die Familie schon. Nicht übel, Templetons. Wuhu, yay, Templetons. Ja, Mission erfüllt. Und als Bonus haben wir auch noch Armstrong gestoppt. Was? Meine wahre Mission war, euch zwei endlich wieder zu vereinen. Eins plus. Kommt nach dem Unterricht zu mir. Warte, dann hast du gar nicht gekündigt? Nein. Ha, gut geblufft. Normalerweise trenne ich das strikt, aber mir ging's nie ums Geschäft. Es ging immer nur ums Private. Weißt du was, Kleine? Du bist der beste Boss, den ich je hatte. Danke, Chef. Jetzt kamen auch Carol und die Großeltern dazu. Gemeinsam verließen sie dann die Schule. Am Weihnachtstag waren alle wieder zusammen. Nur Ted war nicht da. Also feierten sie ohne ihn, obwohl sie sehr traurig darüber waren. Plötzlich klingelte es an der Haustür. Als Tim öffnete, lagen viele Geschenke vor der Tür und ein Brief. Tim las ihn. Frohe Weihnachten, Tim. Tut mir leid, dass ich nicht bei euch sein kann, aber hab viel Freude mit diesem unangemessen großzügigen Geschenk. Vor der Tür stand eine goldene Statue. Sie stellte Tim dar, der einen Becher in der Hand hielt mit der Aufschrift »Der beste Dad der Welt«. Von dir habe ich das großartigste Geschenk von allen bekommen. Dich. Alles Liebe, der beste Bruder der Welt. PS. Duck dich. In diesem Moment flog Tim ein Schneeball gegen den Kopf, geworfen von Ted. Voll auf die Nase, Leslie! Hey. Oh, das kriegst du zurück, Lindsay! Nein, halt! Jetzt kam auch der Rest der Familie aus dem Haus und machte bei der Schneeballschlacht mit. Jetzt greift Oma an! Bereit für Opas Rache? Warte, Alarm, Teddy, der Schatten! Es stimmt, man kann die Zeit nicht anhalten. Aber hin und wieder bekommt man eine zweite Chance. Also auch, wenn man nur einmal ein Kind ist. Naja, es sei denn, man kann ein zweites Mal Kind sein, was wirklich sonderbar ist, um ehrlich zu sein. Aber der springende Punkt ist, irgendwann muss man erwachsen werden. Und man sollte immer nett zu seinem Bruder sein. Was für ein schönes Happy End. Aber noch jemand besuchte Weihnachten seine Eltern. Baby Irving Armstrong. Mama? Papa? Oh, mein Sohn! Und nun? Ach ja, richtig. Okay, Paps, jetzt. Und Ende.